Ich bin Fabienne Mühlenthaler und ich bin Klassenlehrerin Zipsach. Ich bin seit ich das Studium abgeschlossen als Klassenlehrerin tätig. Mir ist es sehr wichtig, eine gute Beziehung zu den Kindern zu haben und auch viel mit ihnen zu machen in den unterschiedlichsten Fächern. Herausfordernd in meinem Beruf ist sicher, dass du verschiedenen Leuten gerecht werden willst, sei es den Kindern, den anderen Lehrkräften in deinem Klassenteam oder auch den Eltern. Für mich ist der Kontakt zu den Eltern sehr wichtig, weil ich sehe uns eigentlich auch als Team. Also es braucht wie das Kind, die Eltern und mich, dass es dem Kind gut geht und dass es lernen kann. Ich denke, es ist unabdingbar, dass man zusammen austauscht, zusammen plant und einander auch gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das ist meine Hauptaufgabe als Lehrerin, die Kinder für etwas zu motivieren und dass sie auch merken, wieso machen sie das. Ja, dass sie auch meine Freude daran spüren. Eine schöne Überraschung im Berufsalltag war, wenn ein Kind sich für etwas begeistern kann, wo es am Anfang eine ablehnende Haltung hatte. Ich glaube, wenn du dich interessierst, Lehrerin oder Lehrer zu werden, ist es wichtig, dass du wirklich Freude hast, Kindern etwas beizubringen, dass du dich für Kinder interessierst, dass du vielseitig interessiert bist. Ich bin Praxislehrperson der PH, weil ich es interessant finde, Inputs zu bekommen von den Studierenden, von den aktuellsten Sachen, die an der PH gelehrt werden und die Studierenden auch im Berufseinstieg zu begleiten. Als Lehrerin sind sicher Glücksmomente, wenn du merkst, dass ein Kind sich für etwas begeistern kann, wenn es sich in der Arbeit vertäuft und die Zeit vergisst.